der Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Edmund Elefant kennt sich mit Dinosauriern aus. Er ist ein Schlauberger. Wir haben etwas Besseres als echte Dinosaurier. Wir haben singende Dinosaurier! Wir sind Dinosaurier, Saurier, Saurier. Wir sind Dinosaurier, hört die Aber die sind klein. Ja, eigentlich sind Dinosaurier doch sehr groß. Oh ja. Wir haben einen sehr großen Dinosaurier, einen echten Brummer. Möchtet ihr den mal sehen? Ja, gern! Das hier sind seine Fußspuren. Wir müssen ihnen nur folgen. Oh! Diese Fußspuren sehen sehr echt aus. Bist du sicher, dass hier keine richtigen Dinosaurier leben, Opi Mümmel? Ziemlich sicher, Papa Wutz. Über die Felsen, alle Mann! Über die Brücke. Durch die Höhle. Oh, die Fußspuren haben aufgehört. Schaut mal, da geht eine grüne Treppe hoch. Eine Riesenrutsche. Hui. Hui. Juhu. Hui! Boah, das ist ein Dinosaurier. Ja, das ist meine monstergroße, riesigartige Saurierrutsche. Das ist mal ein Dinosaurier. Er ist ein Brontosaurus. Genauer gesagt handelt es sich hier um einen Apatosaurus. Und du bist wohl ein kleiner Schlauberger. Ja. Saurier. Auch in der Badewanne spielt George gern mit seinem Dinosaurier. Und nachts nimmt George seinen Dinosaurier mit ins Bett. Saurier. George. Dein Dinosaurier ist ja kaputt. Oh. Der Dinosaurier hat keinen Schwanz mehr. Armer George. Du hast den Dinosaurier auch schon sehr lange. Ein Wunder, dass er so lange gehalten hat. Vielleicht ist es mal Zeit für einen neuen Dinosaurier. Ja, wir gehen morgen zusammen in den Laden von Herrn Fuchs. Das ist der Laden von Herrn Fuchs. Im Laden von Herrn Fuchs gibt es einfach alles. Hier finden wir bestimmt einen schönen neuen Dinosaurier für dich, George. Saurier. George möchte keinen neuen Dinosaurier. Guck, George, ein Riesendinosaurier. Boah, Saurier. Guten Morgen. Was kann ich für euch tun? Wir möchten den Dinosaurier aus dem Schaufenster. Aber gerne. Gute Wahl. Das ist der Dinomat. Er brüllt, er läuft. Außerdem kann er ein Dinosaurierlied singen. Dinomat, Dinomat, hör mal, wie der Dinomat. Boah! Saurimat. Wir nehmen ihn. George spielt im Garten mit dem Dinomat. Spiel nicht so wild mit dem Dinomat, George. Er hat bewegliche Teile, die können kaputt gehen. George kann mit dem Dinomat nicht im Garten spielen. George möchte mit dem Dinomat in der Badewanne spielen. George, wenn der Dinomat nass wird, funktioniert er nicht mehr. George kann mit dem Dinomat nicht in der Badewanne spielen. Ich war da nicht hoch. George ist noch zu klein, um alleine mitzufahren. Oh, also gut. Dann lass uns schnell fahren. Oh, ihr werdet allerdings schnell fahren. George hat seine Meinung geändert. Oh, armer George. Komm zu Mami. Ich steig dann auch mal schnell aus. Und ab die Post. Viel Spaß, Papa Wutz. Oh, es hat gestoppt. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Das war ein Spaß. Findest du nicht auch, Papa? Ja, ein toller Spaß.
Mama, was ist das? Geh drumherum und steck deinen Kopf durch das Loch. Und was passiert dann? Luzi, jetzt bist du eine Tomate. Guckt, ich bin eine Möhre. Oh ja. Und ich bin ein Kürbis. Willkommen im Dinosauriergarten. Oh. Begrüßt mit mir meine Dinosaurierfreunde. Ihr braucht keine Angst zu haben. Sie sind ja nicht echt. Aber sie haben ganz haargenau so ausgesehen, als sie zusammen die Erde bewohnt haben. Das stimmt nicht. Was? Der Triceratops lebte doch in der Kreidezeit. Der Stegosaurus dagegen im Jura. Sie haben nicht zusammen die Erde bewohnt. Woher weißt du das? Ich bin eben ein Schlauberger. Nun denn, wer von euch möchte gerne reiten? Ich. Warum gibt es überhaupt Dinosaurier in der Kartoffeltraumstadt? Kartoffeln waren die Lieblingsspeise von Dinosauriern. Nein. Wie auch immer, Kinder lieben Dinosaurier. Saurier. Ihr bringt eure Haustiere mit und das beste Tier bekommt einen Preis. Ich bringe mein Haustier Goldfisch mit. Ich bringe meine Stabschrecke mit. Ich komme mit meinem Gecko. Ich bringe Äffchen mit. Das ist kein Haustier, das ist ein Stofftier. Das ist kein Stofftier, das ist Äffchen. Er mag Hunde, Klausi. Bring Äffchen ruhig mit, wenn du willst, Zoe. Und jetzt ab nach Hause. Und vergesst morgen nicht die Haustiere für den Wettbewerb. Es ist der Abend vor dem Haustierwettbewerb. Peppa und Luzi kümmern sich um Goldi. Ist nur Goldi. Du hast einen großen Tag vor dir. Ich poliere noch mal dein Glas. Wunderbar. Pedro spricht mit seiner Stabschrecke. Eine Stabschrecke ist ein Insekt, das aussieht wie ein Stock. Morgen früh kommst du mit mir in den Kindergarten. Das beste Haustier wird einen Preis bekommen. Das bist bestimmt du. Edmund Elefant spricht mit seinem Gecko. Guck mal, hier. Und jetzt bist du dran. Zoe Zebra spricht mit Äffchen. Bist du schon aufgeregt vor dem Wettbewerb, Äffchen? Du musst morgen also ganz brav sein. Sei bloß kein Frechdachs, Äffchen. Heute ist der Haustierwettbewerb. Madame Gazelle, wer entscheidet denn, welches Haustier das beste ist? Dr. Amster. Hallo zusammen. Hallo. Oh, was habt ihr da für niedliche Haustiere? Was für ein glücklicher kleiner Fisch. Wie heißt er denn? Das ist Goldi. Die kennen Sie schon. Und sie hat ein sehr glänzendes Glas. Was macht Goldi denn den ganzen Tag? Sie schwimmt gerne herum. Und dabei macht sie immer. Kommt mal! Da ist Knöpsi, die Schildkröte. Hallo, Knöpsi. Sag mal, was machst du denn hier? Knöpsi! Knöpsi! Da kommt Dr. Hamster, die Tierärztin. Knöpsi ist hier! Gott sei Dank, ihr habt ihn gefunden. Oh, du freche Schildkröte. Ab in deine Kiste. Jetzt ist Schlafenszeit. Es ist aber noch keine Schlafenszeit. Es ist Schlafenszeit für Knirpsi. Er schläft den ganzen Winter lang und wacht erst im Frühling wieder auf. Das klingt gemütlich. Du schläfst wohl richtig gerne. Was, Pedro? Genau. Oh nein. Knirpsi? Knirpsi ist wieder ausgebüxt. Guckt, er ist auf dem Baum. Knirpsi, mir ist wirklich schleierhaft, warum du so gerne auf Bäume kletterst. Wie sollen wir Knirpsi da bloß wieder runterholen? Wir fällen einfach den Baum. Nein, ich rufe lieber die Feuerwehr. Hier Feuerwehr. Was ist los? Schildkröte auf dem Baum? Schon wieder? Wir sind unterwegs. Bitte Platz machen. Die Feuerwehr hat eine ausfahrbare Leiter.
Komm schon, Knirpsi. Knirpsi klettert noch höher in den Baum. Komm her, du kleines Gürkchen. Frau Kuh klettert auch auf den Baum. Seien Sie vorsichtig, Frau Kuh. Oh je, ich stecke fest. Kühe können nicht sehr gut auf Bäume klettern. Halten Sie durch, ich komme Sie holen. Hierher, Knirpsi. Oh, jetzt stecke ich auch fest. Elefanten können auch nicht sehr gut auf Bäume klettern. Tja, das war ja wohl mal gar nichts, ne? Aber was sollen wir denn jetzt bloß machen? Wir fällen einfach den Baum. Nein! Opas kleine Lok macht tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Opas kleine Lok macht tuff, tuff, tuff den ganzen Tag. Frau Mümmel bringt die Erwachsenen mit ihrem großen Zug zur Arbeit. Guten Morgen, Opa Wutz. Sind Sie wieder mit Ihrem Spielzeugzug unterwegs? Meine Gertrud ist kein Spielzeug. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. Oh, wie reizend. Tschüss. Los, fahr schneller, Opa Wutz. Aber wie? Schneller geht es nicht. Gertrud gibt doch schon alles. Der große Zug fährt sehr schnell. Oh je, der große Zug hat eine Panne. Was ist passiert? Wir müssen noch zur Arbeit. Hallo, Frau Mümmel. Haben Sie etwa Probleme mit Ihrem Zug? Das ist überhaupt nicht lustig, Opa Wutz. Alle meine Passagiere müssen zur Arbeit. Sie müssen sich einen Zug besorgen, der keine Panne hat, wie meine Gertrud. Das ist eine gute Idee. Raus mit Ihnen. Was? Ich borge mir Ihren Zug. Und umsteigen bitte. Und was wird jetzt bitte aus mir? Sie könnten doch so lange den großen Zug reparieren. In Ordnung. Ich liebe es, Dinge zu reparieren. Oh, wie spaßig. Ich fahre im Spielzeugzug. Gertrud ist kein Spielzeug. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. Natürlich. Achtung, der Spielzeugzug fährt los. Kann der Zug nicht etwas schneller fahren? Nein, Gertrud ist ein langsamer Zug. An der nächsten Station wartet Frau Kuh. Was ist denn mit dem großen Zug passiert? Ist er geschrumpft? Nein, dies ist ein Spielzeugzug. Opas Gertrud ist kein Spielzeugzug. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. Papa Wutz, dein Rekord wurde gebrochen. Alle wollen, dass Sie wieder Champion sind. Es ist wichtig. Wirklich? Ja! Okay, dann mach ich's. Gleich morgen. Hurra! Aber ich muss das Matschepfützenspringen erstmal wieder trainieren. Das weiß doch jeder, wie man in Matschepfützen springt, Papa. Ja, aber nicht jeder ist ein Champion, Peppa. Papa Wutz ist der Meister. Papa, musst du jetzt üben, wie man auf- und abspringt? Nein, Peppa. Ich muss eins sein mit der Pfütze. Was? Um in die Pfütze zu springen, muss ich denken wie eine Pfütze. Musst du nicht auch Rennen üben? Nein. Musst du wenigstens Liegestütze machen? Nein. Ich muss schlafen und von Pfützen träumen. Der Tag des großen Matschepfützenspringens ist gekommen. Papa Wutz trägt seinen Matschepfützenspringanzug. Ich finde meine goldenen Glücksstiefel nicht. Die alten Stiefel habe ich Opa Wutz gegeben für den Garten. Meine goldenen Glücksstiefel für seine Gartenarbeit? Du hast doch neue. Das ist nicht dasselbe. Hallo? Opa? Diese alten Stiefel, die ich dir gegeben habe... Ja? Papa braucht sie dringend wieder. Kannst du sie irgendwo finden? Ich hab sie gerade gegossen. Opa Wutz hat Tomaten gepflanzt in den Glücksstiefeln von Papa Wutz. Wir brauchen sie zum Matschepfützenspringen heute. Klaro, wir treffen uns dort. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Alle sind gekommen, um Papa Wutz beim Matschepfützenspringen zu sehen. Was jetzt passiert? Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Hurra! Ich
Ich mache die Teekanne. Und wir machen die Tassen. So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee. Oh, diese Kanne ist viel zu weich. Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein. Meine Mama macht richtiges Geschirr. Sie hat eine Töpferei. Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen und einer Teekanne, wo wir richtig Wasser reintun können. Na klar, kommt mal mit. Das ist die Töpferei von Frau Zebra. Also machen wir ein Teegeschirr. Was ist das? Ton. So fängt man immer an beim Töpfern. Aber der ist genauso weich wie Knete. Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen. Aber später ist er nicht mehr so weich. Oh. Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse. Fertig. Eine Tasse. Boah. Ich glaube, das geht ganz einfach. Willst du's mal versuchen? Ja, bitte. Das ist ganz glitschig. Ah, so geht das nicht. Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen. Eine Tasse kann man auch einfacher machen. Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst. Etwa so. Sieht aus wie ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wirbelwurm, ich bin ein Wabbelwurm. Ich wabbel so rum, was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wurbelwurm. Wir wickeln ihn rundherum und rundherum. Das wird aber ganz wellig. Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen. Und ich mache einen Henkel dran. Das ist eine Tasse. Jetzt haben wir zwei Tassen. Ahoi, Hopawutz. Herrlicher Tag zum Schipper. Ja, ahoi auch. Ich bringe mein Boot heute mal in die Werft. Zeit für ein paar Reparaturen. Könntest du vielleicht mein Boot auch mitnehmen zur Werft, bitte? Natürlich. Wo ist denn dein Boot? Ich stehe grad drauf. Hohoho, ist es gesunken? Tja, wie man's nimmt. Ich wundere mich, dass es nicht schon vor langer Zeit gesunken ist. Was? Das ist ein besseres Boot als dein alter Rosteimer da. Opa Kleff und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Fang auf, Captain! Ei, ei, Skipper! Opa Kleffs Abschleppwagen hebt das Boot von Opa Wutz aus dem Wasser. Boah! Nächster Halt, Bootswerft! Was ist eine Bootswerft? In einer Bootswerft werden kaputte Boote repariert, Peppa. Das ist die Bootswerft von Opi Mümmel. Ahoi auch, ihr Landratten! Ahoi auch, Opi Mümmel! Oho, was ist denn mit deinem Boot passiert, Opa Wutz? Jemand hat damit einen Anlegepfahl gerammt. Es hat gekracht und ein großes Loch gemacht. Da! Du weißt doch, man sollte nie andere Leute ans Steuer lassen, Opa Wutz. Ja, kriegst du's wieder flott? Natürlich, ich muss den Schaden gerade mal ausmessen. Opi Mümmel misst das Loch im Boot von Opa Wutz. Jetzt muss ich nur noch was zum Flicken finden. Toll, wenn man einfach so ein Boot reparieren kann. Oh, das dauert Jahre, bis man sowas gelernt hat. Und wie lange reparierst du schon Boote? Jahre. Ich habe eine flache Bongo-Trommel. Das ist eine Boran, die ist irisch. Man schlägt sie mit einem kleinen Stock, etwa so. Ich habe einen Tambourin. Sehr gut, Pedro. Du kannst es auch schütteln, etwa so. Oh! Ich habe eine große Trommel. Ah, die Basstrommel. Miau. Ich weiß ja nicht, wie das hier heißt, aber es ist kratzig. Das Molly nennt man Giro und es kommt von ganz weit her aus Südamerika. Boah. Und wie kommt es hierher? Ich hab es aus dem Urlaub mitgebracht. Und wie heißen die?
Das sind Maracas. Die habe ich auch aus dem Urlaub mitgebracht, aus Spanien. Das ist eine Triangel. Mein Papa verkauft übrigens Triangel im Zehnerpack. Danke, Freddy. Das werde ich mir merken. Sie müssen nicht im Urlaub fahren, um sie zu kriegen. Danke. Und wie heißen die? Das sind Kastagnetten. Und die verkauft mein Papa ja im Fünferpack. Danke, Freddy. Olli! Kinder, so spielt man auf Kastagnetten. Bitte sehr, Emily. Muss ich den Tanz auch können? Oh, oh. Nein, mach einfach das Kickedy-Klack-Geräusch. Ah, Luise hat sich die Becken ausgesucht. Ja. Jeder weiß nun, wie sein Instrument klingt. Jetzt spielen wir sie alle zusammen. Achtung! Fertig, los! Stopp, stopp, stopp! Das ist keine Musik, das ist nur Krach. Jeder kann bum, bum, bum. Aber zum Musikmachen müsst ihr aufeinander hören und im gleichen Takt sein. Madame Gazelle, ich kann nicht hören und gleichzeitig Musik machen. Opa Kleff führt seinen Abschleppwagen vor. Wollt ihr mal das Signal von meinem Abschleppwagen hören? Frau Locke führt das Feuerwehrauto vor. Das ist das Signal vom Feuerwehrauto. Und Frau Mümmel führt ihren Rettungshubschrauber vor. Und das ist das Signal, das mein Hubschrauber macht. Hubschrauber im Rückwärtsgang. Hubschrauber im Rückwärtsgang. Ui. Wollt ihr mal eine Runde mitfliegen? Ja, bitte. Na schön, hüpft rein. Oh weh, kein Platz mehr für mich. Kein Problem, ich guck von hier unten. Papa Wutz mag lieber nicht so hoch oben sein. Juhu, der Hubschrauber geht in die Luft. Ja, er fliegt gerade nach oben. Und gerade nach unten. Ui. Oh, er kann sogar Loopings fliegen. Ui. Armer Papa, er verpasst den ganzen Spaß. Ja, armer Papa. Einmal Eis, bitte. Lecker. Wir könnten wieder landen, oder? Notalarm, Notalarm. Rettungshubschrauber, bitte kommen. Schon unterwegs. Ihr habt Glück. Wir haben einen Noteinsatz. Herr Bulle baggert die Straße auf. Oh, hallo, Frau Mümmel. Ich habe hier ein mächtig großes Eisenrohr wegzuheben. In Ordnung, Herr Bulle. Wie können Sie so ein mächtig großes Rohr heben? Mit meinem starken Magneten. Hurra! Und was machen Sie jetzt mit dem Rohr? Hab ich noch nicht überlegt. Ich weiß, ich lege es hier ab. Da findet man es dann leicht wieder. Und jetzt kann ich euch nach Hause bringen. Ihr faltet das Papier in der Mitte. Dann knickt ihr oben die Ecken um und das gleiche nochmal, damit es eine Spitze gibt. Jetzt faltet ihr die Seiten zurück. Guckt so. Und fertig ist der Papierflieger. Jetzt probieren wir mal, ob sie auch fliegen. Achtung, fertig, los! Oh. Der Papierflieger von Mama Wutz landet in einem Baum. Ich bin dran. Hui! Der Papierflieger von Peppa landet in einem Blumentopf. Du bist dran, Schorsch. Hui! Der Papierflieger von Schorsch macht einen Looping und landet im Ententeich. Und jetzt machen wir ein ganz großes Flugzeug. Dafür brauchen wir aber auch ein ganz großes Blatt Papier. Hier ist ein großes Blatt blaues Papier. Peppa und Schorsch haben einen großen blauen Papierflieger gebastelt. Papa Wutz! Hallo zusammen! Musst du heute nicht arbeiten? Doch, aber ich brauche noch ein paar ganz wichtige Arbeitspapiere. Papa, wir basteln Papierflieger. Und wir haben einen richtig großen gemacht. Boah, fantastisch! Den wirft am besten jemand, der groß und stark ist. Achtung, fertig, los! Der große blaue Papierflieger fliegt sehr hoch und sehr weit.
Der fliegt ja immer weiter. Wiedersehen, Flieger. Haha, wiedersehen. So, jetzt muss ich aber meine wichtigen Arbeitspapiere finden. Hat einer von euch irgendwelche Papiere gesehen? Am besten kommst du mal mit. Ist das eins von deinen wichtigen Papieren? Ja, das ist eins davon. Nein. Was ist das denn? Ist das eine Alarmanlage? Oder das Feuerwehrauto? Nein, es ist Baby Alexander. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Hallo, Cousine Chloe. Hallo zusammen. Hallo, Onkel Wutz. Hallo. Hallo, Tante Wutz. Du kennst unser Baby Alexander noch, oder, Peppa? Ja. Ja, bleibt ihr für ein paar Tage hier? Nein, das braucht Alexander alles für einen Tag. Du kannst nirgends mehr hingehen ohne dieses ganze Babyzeugs. Oh. Hallo, Baby Alexander. Er spricht nicht, Peppa. Wenn er nicht spricht, woher wisst ihr denn dann, was er will? Wir schätzen. Ich schätze, er hat Hunger. Peppa, willst du mir helfen, Alexander zu füttern? Ja, gerne. Mittagessenszeit für Baby Alexander. Sieh mal, deine Cousine Peppa gibt dir heute den Brei, Alexander. Bitte schön, Baby. Bäh. Oh. Hier, lecker. Bäh. Er dreht immer seinen Kopf weg. Bäh. Baby Alexander zu füttern ist ziemlich schwierig. Guck mal, hier kommt ein Flugzeug an. Ui. Alexander mag's gern, wenn man spielt, dass der Löffel ein Flugzeug ist. Versuch du's nochmal, Peppa. Hier kommt ein Flugzeug an. Schön den Mund auf und rein in die Garage. Hurra! Das war ein Flugzeug. Kannst du das schon sagen? Flugzeug. Ich sag dir doch, er spricht nicht. Er hat noch kein einziges Wort gesprochen. Peppa, weißt du noch, welches dein erstes Wort war? Nein. Das war Mama. Ich dachte, Peppas erstes Wort war Papa. Nein. Wie lange bist du schon hier? Seit Dienstag. Oh. Ich könnte Geschichten erzählen, wenn's euch interessiert. Nein, danke. Oh ja. Also, da gibt's den Himmel und das Meer und ich lerne gerade Banjo. Soll ich euch was vorspielen? Nein, danke. Oh ja. Als ich heute erwachte, war der Himmel noch da. Genau wie das Meer. Himmel und Meer, Himmel und Meer. Hier ist der Käse. Oh. Ich liebe Käse. Und ein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Das könnte nützlich sein. Warum heißt dein Haus denn Leuchtturm? Ich zeig's dir, Peppa. Das Treppenhaus geht rundherum, bis ganz in die Spitze des Leuchtturms. Rundherum? Herum! Das Haus heißt Leuchtturm, weil es eine große Leuchte obendrauf hat. Sie leuchtet durch das Dunkel und zeigt den Seeleuten den Weg. Oh. Und wenn es neblig ist, nehme ich dieses Nebelhorn. Nebel! Ganz schön laut. Kein Nebel heute, nur Himmel und Meer. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Nein, danke, wir müssen los. Wir fahren zur Pirateninsel. Wiedersehen, Hopi Mimmel. Genießt den Himmel und das Meer! Machen wir! Opa Clefs Boot ist auf der Pirateninsel gelandet. Seht mal, unsere Sandburg ist noch da. Kommt, wir spielen Verstecken. Ich zähle. Eins, zwei, drei, es gibt nicht viele Verstecke auf der Pirateninsel. Fünf. Seid ihr schon versteckt? Ich komme! Hab euch! Oh! Aber wo ist Schorsch? Opa Clef kann Schorsch nirgends finden. Ich geb's auf. Wo ist er? Schorsch hat sich hinter Opa Clef versteckt. Kluger Schorsch. Oh, es ist für dich, Peppa. Emily Elefant ist dran. Hallo? Hallo, Peppa. Kommst du auch zu Edmunds Party als meine Freundin? Oh ja, gerne.
gerne. Meine Mama hat gefragt, ob wir ihr mit den Kleinen helfen können. Helfen? Ja, klar kann ich helfen. Klausi und Luzi kommen auch zum Helfen. Oh, klasse. Alle kommen zur Geburtstagsparty von Edmund Elefant. Oh, meine Helfer sind auch da. Hallo, Frau Elefant. Na, dann kann die Party ja losgehen. Wer spielt denn gerne Stopptanz von euch? Ich! Also, das Spiel geht so. Ihr müsst tanzen, solange die Musik läuft. Und wenn die Musik stoppt, hört ihr sofort damit auf. Achtung, fertig, los! Los, jetzt tanzt doch endlich! Susi hier vorne blinzelt noch. Du bist raus. Wow. Augen, Ohren, Nacken. Du hast dich bewegt, Schorsch. Du bist raus. Linus und Edmund sind auch raus. Und damit hat Sina gewonnen. Wow. Du kriegst eine Medaille. Die ist aus echtem Plastikgold. Mama, mit Stopptanzen sind wir jetzt fertig. Wunderbar. Dann spielen wir jetzt das wandernde Geschenk. Ja! Solange die Musik läuft, wandert das Geschenk in Kreis. Und der, bei dem die Musik stoppt, der wickelt das Geschenk aus. Achtung, fertig, los! Schorsch, gib das Geschenk weiter. Edmund bekommt eine Medaille. Hatte ich nicht mal ein Buch über Uhren? Ah, da ist es ja. Alles über Uhren. Opa Wutz hat die Kuckucksuhr repariert. Hurra! Kuckuck, 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 Kuckuck. Mama Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Mama, Opa hat uns die Kuckucksuhr repariert. Wie schön. Was ist das? Das ist mein alter Computer. Den kann ich nicht reparieren. Er ist nicht kaputt. Ich habe einen neuen und ich dachte, du möchtest vielleicht den alten. Ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt einen brauche. Oh, ein Computer. Und was macht man damit? Mit dem kann man Buchstaben schreiben. Guck mal, Oma. A, B, C, D. Und Zahlen. 1, 2, 3. Aber nicht, dass wir ihn kaputt machen, wenn wir einen falschen Knopf drücken. Keine Sorge, der geht nicht kaputt. Du darfst ihn nur nicht mit Milch füttern. Oder mit Keksen oder Marmelade. Aber das Beste ist dieses Spiel hier. Das lustige Hühnchen. Wenn du hier drauf drückst, legt das Hühnchen ein Ei. Ich bin sehr gut in dem Spiel, aber Schorsch ist der Beste. Das ist lustig. Vielleicht behalten wir den Computer ja mal hier, Oma Wutz. Wiedersehen! Wiedersehen! Sollen wir ein bisschen mit dem Computer arbeiten, Oma Wutz? Ja, komm, wir machen Zahlen und Buchstaben. Madame Gazelle, Peppa ist aufs Knie gefallen. Dein Knie ist nur aufgeschürft, Peppa. Madame Gazelle macht Peppas Knie zuerst sauber und dann klebt sie ein Pflaster drauf. Und ist es jetzt besser? Ja, danke schön. Also Kinder, ihr habt sicher schon bemerkt, dass Pedro Pony heute nicht da ist. Kommt er wieder zu spät? Nein, Luzi, Pedro ist im Krankenhaus. Oh! Und wir wollen ihn heute besuchen gehen. Das ist das Krankenhaus. Peppa und ihre Freunde machen einen Besuch bei Pedro Pony. Denkt daran, Kinder. Bleibt schön bei mir. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Ja, Madame Gazelle. Entschuldigen Sie, Herr Bulle. Wo geht es denn ihr zur Kinderstation? Treppe runter, zweimal durch die Tür. Rechts, links, rechts, den Flur entlang. Treppe rauf, dritter Gang rechts. Oh. Oder Sie fahren einfach mit dem Aufzug. Kinderstation! Pedro schläft bestimmt.
Kranke Kinder müssen nämlich viel schlafen. Hallo zusammen. Hallo Pedro. Warum schläfst du nicht? Du siehst auch gar nicht krank aus. Ich habe mir das Bein gebrochen und jetzt habe ich diesen Gipsverband. Boah! Der Gipsverband hilft, dass Pedros Bein wieder heilt. Ich habe mir am Knie wehgetan und ich habe auch einen Verband. Boah! Wollt ihr etwas malen auf meinem Gipsverband? Oh ja! Alle Kinder malen etwas auf Pedros Gipsverband. Ich male einen Fußball. Und ich eine Blume. Mr. Kartoffel. Ein Piepmatz. Und ich eine Matschepfütze. Toll! Danke, Freunde. Jetzt darfst du auch auf mein Pflaster malen. Gut, ich male eine kleine Blume. Danke, Pedro. Drei Uhren sind viel besser als eine. Papa, hast du eine Fahrradklingel für mich? Wie viele möchtest du, mein Sohn? Eigentlich brauche ich nur eine. Ich habe sie aber nur im Zweierpack. Freddy Fuchs hat jetzt zwei Fahrradklingeln. Super gut. Danke, Papa. Papa hat mir zwei Klingeln gegeben. Boah! Was hat dein Papa denn sonst noch in sein Laster? Er hat darin einfach alles. Oh! Was sollen wir denn jetzt spielen? Wir machen ein Fahrradrennen. Mit einem großen glänzenden Pokal für den Gewinner. Aber woher kriegen wir so einen Pokal? Ja, woher kriegen wir einen Pokal? Ich guck mal, was ich machen kann. Das Beste an einem eigenen Betonmischer ist, dass Papa, man... Papa, hast du einen großen Siegerpokal für unser Fahrradrennen, bitte? Wie wichtig ist dieses Fahrradrennen denn? Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ist der hier gut? Boah, danke, Papa. Der ist aus Gold. Ja, aus Plastikgold. Oh! Ein Siegerpokal. Der ist aus Plastikgold. Boah! Dein Papa hat ja wirklich alles in seinem Laster drin. Jap! Wer zuerst an Peppas Haus ist. Achtung, fertig, los! Nur auf diesen Knopf drücken und schon ist es weg. Oh! Ah! Und wenn Sie auf diesen Knopf drücken, können Sie CDs abspielen. Die Freunde sind alle gleichzeitig angekommen. Alle haben gewonnen. Aber wir haben nur einen Pokal. In meinem Laster sind Siegerpokale für alle. Hurra! Aber wir machen doch trotzdem unseren Ausflug ans Meer, oder? Also, lasst uns erst mal nachsehen, wie hoch der Schnee ist. Oh, wo ist denn Papa hin? Da ist ein laufender Schneemann. Oh, mir ist kalt. Ein laufender, schnaufender Schneemann. Oh, das ist ja nur Papa. Armer Papa, komm, wir wärmen dich auf. Mama Wutz, Peppa und Schorsch rubbeln Papa Wutz mit Handtüchern wieder warm. Schon besser. Jetzt können wir endlich ans Meer fahren. Bei dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bus heute fährt. Oh. Da kommt Frau Mümmels Bus und hält vor Peppas Haus. Du meine Güte, wie haben Sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug. Ein Schneepflug räumt den Schnee aus dem Weg. Hallihallo zusammen. Hallo Peppa. Alle Freunde von Peppa fahren auch mit an den Strand. Nächster Halt, der Strand. Hurra! Herr Bulle und seine Freunde streuen die Straße. Das Streusalz taut den Schnee weg. Hallo, Herr Bulle. Oh, hallo, Frau Mümmel. Wir schuften schon die ganze Nacht. Und jetzt ist die Straße frei. Und zwar bis runter zum Strand. Das ist gut. Wir wollen nämlich an den Strand. Möchten Sie auch mitkommen? Nein, danke, Frau Mümmel. Wir haben noch mehr Straßen zu streuen. Wir sehen, Herr Bulle. Tschüss und einen schönen Tag am Strand. Heute machen wir einen Ausflug an den Strand. Der Himmel ist blau und die Sonne ist heiß. Und da wollen wir große Burgen bauen aus dem Sand. Schwimmen
und wir sind da. Der Strand ist über und über mit Schnee bedeckt. Frau Löffel, warum arbeitest du nicht? Ich arbeite, Luzi. Was glaubst du, wer sich um diese kleinen Hasen kümmert? Du machst das, Mama. Und es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr alle mal eure Spielsachen wegräumt, bevor noch jemand darüber fällt. Das wird meine Schwester sein. Guten Tag. Guten Tag, Frau Mimmel. Tante. Ich kann nicht lange bleiben. Ich habe nämlich jede Menge zu tun heute. Ich muss im Supermarkt die Kasse machen, am Eisstand verkaufen und den Bus fahren. Dann bis später, Schwester. Ja, Schwester. Ups. Oh. Frau Mimmel ist über ein Spielzeugauto gefallen. Oh weh, mein Knöchel. Ich kann ja zur Arbeit hüpfen. Oh. Von wegen. Du bleibst hier und erholst dich. Aber ich habe so viel zu arbeiten. Ich werde deine Arbeit machen. Was ist zuerst dran? Der Supermarkt. Okay. Luisa, du kümmerst dich um deine Tante. Ja, Mama. Frau Löffel ist am Supermarkt angekommen. Zum Glück sind Sie da, Frau Mümmel. Frau Mümmel ist krank. Ich werde Ihre Arbeit machen. Sie sind nicht Frau Mümmel? Nein, ich bin Ihre Schwester, Frau Löffel. Muss ich hier sitzen? Ja. Haben Sie schon mal an der Kasse gearbeitet? Nein. Was kostet das bitte? Oh, ich weiß nicht. Ich habe einen Gutschein. Haben Sie Rabattmarken? Kann ich mit Karte zahlen? Luzi Locker hat ihr Krankenschwesterkostüm an. Keine Angst, ich tue nur so als Krankenschwester. Strecken Sie Ihre Zunge raus und sagen, Hier bei Luisa Löffel, mit wem spreche ich bitte? Hier ist Frau Löffel. Ist alles in Ordnung? Ja. Gut, denn diese Arbeit hier dauert den ganzen Tag. Und was ist mit den anderen Arbeiten von Frau Mümmel? Wir brauchen einfach mehr Hilfe. Hallo Luzi. Hallo Peppa. Hallo Zoe. Hübsch siehst du heute aus. Dankeschön, Luzi. Das ist mein neues Kleid. Warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Ja, warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Das ist ein blödes Spiel. Was für ein Spiel macht ihr denn? Luzi sagt, ich bin ein Plappermaul und dass ich niemals still sein kann. Du bist ja auch gerade nicht besonders still, oder? Gut, ich werde niemals wieder ein einziges Wort sagen und zwar ab sofort. Hallo zusammen. Hallo Klausi. Hallo Klausi. Was ist denn mit Peppa los? Sie redet nicht mehr. Oh. Wer mag eine Traube? Ich bitte. Ich bitte. Du darfst nicht mit dem Kopf nicken. Das ist Schummeln. Und auch nicht blinzeln. Hallo zusammen. Hallo Pedro. Stimmt was nicht mit Peppa? Sie redet nie wieder. Kein einziges Wort. Warum? Weil sie eben zu viel redet. Ich rede gar nicht zu viel. Und überhaupt, du läufst doch immer so rum und sagst, oh, seht mich an, ich bin Luzi Locke. Na, was hab ich gesagt? Und wie du immer sprichst. Micky, Macky, Boo, Ba, Boo. So rede ich niemals. Aber schon ein bisschen ähnlich, Luzi. Du plapperst genauso viel wie ich. Ich kann ganz ruhig sein. Das ist nicht so einfach. Aber auch nicht so schwer, Peppa. Na gut, dann mach du's doch mal. Dann machen wir es alle. Wir zeigen es meiner Mama. Mama, wir sind jetzt alle ganz leise. Unheimlich leise. So leise, dass man einen Ball auf den Boden fallen hört. So leise wie eine Maus. Thank you.